Ich denke, es ist immer wieder ein Erfolg, wenn Hertha BSC im oberen Drittel der Bundesliga-Tabelle spielt. Man hat noch nicht so die Konstanz, das sieht man. Du hast auch hier oder da mal ein Spiel, was du verlierst. Aber grundsätzlich, glaube ich, ist die Entwicklung des Bundesliga-Fußballs in Hertha BSC ganz positiv zu sehen. Ja, was auffällt, ist, dass eine Menge von sogenannten Traditionsmannschaften in diesem Abstiegskampf involviert sind. Und eventuell erwischt es diesmal einen von den Etablierten, weil ich denke, dass die letzten zwei Plätze vergeben sind. Es geht eigentlich nur noch um den Relegationsplatz und da können einige reinrutschen, die vielleicht heute noch gar nicht daran denken. Ja, grundsätzlich ist es seine Entscheidung, aber ich kann mir schon vorstellen, dass er sich fit genug fühlt, weiter Fußball zu spielen. Wie man da in Manchester mit ihm umgegangen ist, ist sicherlich nicht die feine Art. Er ist mit wenig Respekt als Weltmeister, als Champions-League-Sieger behandelt worden. Und dass so ein Mann irgendwann Frust kriegt, weil er sich noch im Saft fühlt, das kann man verstehen. Ob jetzt ein Wechsel nach Chicago sein muss, wage ich zu bezweifeln, weil ich glaube, dafür ist er einfach noch zu gut.